WDR 2. Radio zum Mitnehmen. Kabarett. Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Getreu dem Motto, dass in unseren Medien jedes Würstchen seinen Senf dazugeben darf, hat jetzt auch der ehemalige Bundespräsidentenkandidat Joachim Gauck zu den weltweiten Protesten gegen die Machenschaften der Banker und Spekulanten Stellung genommen. Und wenn man so liest, was der Herr Pastor und zeitweilige Bundespräsident der Herzen als ausgewiesener Fachmann zu dem Wirtschaftssystem, das gerade vor unser aller Augen zusammenbricht, zu sagen hat, dann müssten SPD und Grüne heute eigentlich auf Knien dafür danken, dass die Linkspartei damals seine Wahl zum Bundespastor verhindert hat. Es erweist sich wieder mal, was zu viel Verehrung und Anbetung aus einem Pastor machen können. Während Politiker aller Parteien und selbst Großanleger wie der amerikanische Börsenguru George Soros zumindest Verständnis für die Proteste heucheln, hält unser Gaukler vor dem Herrn den Traum von einer Welt, in der man sich der Bindung von Märkten entledigen könne, für eine romantische Vorstellung. Mit Blick auf die Proteste gegen Stuttgart 21 warnt der Mann, der die DDR eigenhändig zur Strecke brachte, vor einer Protestkultur, die aufflammt, wenn es um den eigenen Vorgarten geht. Die deutsche Neigung zu Hysterie und Angst nennt er abscheulich. Dass die übergroße Mehrheit der Deutschen erstaunliche Ruhe bewahrt, während die allwissenden Marktteilnehmer die Börsen in hysterische Wechselbäder tauchen, geschenkt. Dass die Menschen, die die Zeche für die hemmungslose Gier der modernen Raubritter in Nadelstreifen werden zahlen müssen, gar keine Vorgärten haben, um die sie Angst haben könnten, noch geschenkter. Was schert das alles einen Mann, der als Funktionär, egal ob im Kirchen- oder Staatsdienst, wohl immer Zeit genug hatte, seinen Vorgarten tipptopp in Ordnung zu halten? Die Antikapitalismusdebatte hält er gar für unsäglich albern. Da ist er ganz bibelfest. Gebt dem Banker, was des Bankers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Auf Deutsch, die Angst der Leibeigenen vor Armut ist abscheulich, denn ihre Seele gehört doch dem Herrn. Und vom Kapitalismus profitierende Gestalten wie Joachim Gauck leben angstfrei in dem Wissen, dass sie weder in dieser noch in einer anderen Welt jemals für ihr Reden und Handeln zur Verantwortung gezogen werden. Und das ist wirklich unsäglich, wenn nicht sogar abscheulich. Bis neulich.